Hallo, heute mal wieder eine Dampfmaschine und ihr seht, sie ist schon vorgeheizt, sie läuft schon. Ich benutze sie heute wieder mit einem Spiritusbrenner. Der Spiritusbrenner ist nicht dabei, es ist der normale Speedbrenner dabei und ich würde sagen, wir werfen sie einfach mal direkt an. Oh, Fail hier. Ach so, ja, war doch noch nicht so viel Druck aufgebaut. Das klang eben gerade schon ein bisschen kräftiger. Dann lassen wir noch mal ein bisschen Druck aufbauen und zeigen sie erstmal noch mal ein bisschen. Ja, eine Velesco D20, eine Ausführung aus vermutlich den 80er Jahren. Velesco-Logo, GS, TÜV, Sicherheitspfeife. Das Manometer ist nicht mehr ganz original, da wurde mal ein anderes nachgebaut. Aber wir haben noch die Bakelitgrätchen, aber schon mit der Kunststoffverkleidung, nicht mit den Metallrädchen obendrauf und die schwarze Gehäuselackierung am Zylinder. Wir haben auch noch ein bisschen was dabei. Wir haben Originalkarton dabei, auch schon leichte Spuren, aber wirklich insgesamt ganz gut erhalten. Auch kein Kellermuff, kein Gestank oder sowas. Hier oben drauf leichte Spuren. Bedienungsanleitung habe ich einmal nachgedruckt, die gibt es dabei. Die ist da. Wir haben ein paar Geräte dabei. Wir haben einmal einen Doppelschleifer dabei, einen Betonmischer dabei, eine Kreissäge dabei, ein Bohrer dabei, ein Fallhammer dabei und eine flache Transmission dabei. Alle Geräte sind ein bisschen bespielt. Hier kann man es, glaube ich, sehen, die Kreissäge hat schon ganz gut Rost hier dran. Die müsste man mal gut putzen. Der Schleifer ist aber noch ziemlich neu. Der Betonmischer schon ein bisschen älter. Der Fallhammer auch ein bisschen. Bohrmaschine auch. Aber alle Geräte funktionieren voll und laufen. Ein paar Figuren haben wir auch dabei. Ein Set auch, drei Figuren sind top und voll in Ordnung. Dem hier fehlt das Ölkännchen, dem fehlt die Schaufel, aber dabei ist dabei. Wir haben ein bisschen Öl dabei, ein Trichter dabei und ein paar Dichtungen dabei. Und jetzt hat die Maschine auch ordentlich Druck aufgebaut. Wir zeigen nochmal, dass sie wirklich dicht ist und alles funktioniert. Und drehen mal auf und werfen an. Und ihr hört und seht, sie läuft und läuft richtig gut und macht Spaß. Wir drehen mal voll auf. Hat auch richtig feste Drehzahl. Sie will laufen, sie macht Spaß. Volles Maschinchen. Lassen Sie ein bisschen langsam weiterlaufen. Trichter zum Befüllen ist dabei. Ein Reservetrichter, die älteren brechen ja gerne mal ab. Ein bisschen Schlauch lässt sich immer wunderbar hier dran befestigen. Und dann, wenn der Schlauch drin ist, das Wasser irgendwo gut hinlaufen. Ein bisschen Öl ist dabei. Der Schlüssel für die Domdampfpfeife ist dabei. Mit Kettenzug. Ein paar Dichtungen, ein Fläschchen Originalöl, die Kette macht die Rüstung natürlich auch nochmal. Wirklich sehr schön. Der Spiritusbrenner, habe ich schon gesagt, der Spiritusbrenner ist nicht dabei. Wenn ich dazu besteht, kann ich da gerne darauf verweisen, wo der herkommt. Hier Spiralen sind natürlich auch dabei, damit das Ganze benutzt werden kann. Eine volle Packung, drei angefangene Spiralen. Damit das Ganze aufgebaut werden kann. Und von unten habe ich da auch ein Foto gemacht. Auch von unten an der Maschine kein Rost, keine Spuren. Hier wirklich gut und ordentlich. Kaum Rostspuren. So leichte Spuren am Kessel oben drauf, aber auch keine großen Spuren, keine Macken. Alles ordentlich, wie es sein soll.
auch hier auf dem Individualträger. Alles schön. Sprungrad zeigen wir auch nochmal. Ist jetzt natürlich gut geölt. Aber auch hier alles ordentlich. Läuft auch in beide Richtungen an. Ja, wirklich tolles Maschinchen. Macht Spaß. Mit dem Set und dem Zubehör, das dabei ist, natürlich auch wieder was, mit dem man direkt losspielen kann. Sich was Schönes aufbauen kann. Ja, wie immer, wenn irgendwelche Fragen sind, freue ich mich natürlich immer, wenn ich die bekomme. Ansonsten machen wir einmal zu, dass man dann nochmal sehen kann, dass es zu ist. Maschine hält Druck, baut auf. Ja, tolles Maschinchen. Ich hoffe, es findet sich jemand, der dem Maschinchen ein schönes Zuhause bietet. Und sende viele Grüße in die Welt.